ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich nehme dich wieder eine Woche lang mit durch meine Ernährung. Ich bin jetzt wieder vollkommen gesund. Ich freue mich einfach endlich wieder mit dem Sport anzufangen. Und ich werde auch heute noch einen HIIT-Kurs machen. Da habe ich richtig Bock, wieder ordentlich reinzustarten. Und ja, ich hoffe, euch gefällt wieder die Food-Inspo. Lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, wir starten mit dem Food Diary. Viel Spaß! Und bevor dieses Food Diary startet, wollte ich euch noch auf die heutige Moor-Aktion hinweisen. Und zwar gibt es 30% auf Kokomoor, perfekt für alle, die einen Blähbauch haben oder Verdauungsprobleme. Dann gibt es noch 20% auf die anderen Vitalstoffe und ab 109 Euro das Sleep Spray Blutorange geschenkt. Sleep Spray ist auch perfekt gegen Einschlafprobleme und dann schläft man auch länger durch und hat einen ruhigeren Schlaf. Außerdem sind ja Supplemente wichtig, nicht nur für Sportler, sondern für jeden da draußen, um Mangelerscheinungen auszugleichen. Gerade Vitamin D oder Magnesium, Eisen, das könnt ihr alles mit den Supplementen wieder ausgleichen. Schaut da gerne mal in den Link in meiner Bio vorbei. Dort seht ihr die ganzen Supplemente. Mit meinem Code MaryLou könnt ihr maximal sparen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall über euren Support. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem Food Diary. Ganz viel Spaß. Ich bin jetzt vom HIIT-Training zurück und es gibt einmal mein Feel Good Porridge. Ich hatte mir das schon vorgepreppt, weil ich nicht wusste, ob ich danach noch Zeit habe, mein Porridge zu essen. Denn ich werde danach mit Annabelle Maria Content drehen. Aber wir haben das ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Deshalb kann ich mir jetzt schön entspannt mein Porridge gönnen. Ich bin jetzt wieder zurück vom Content-Dreh. Jetzt gibt es noch einen Eiskaffee für mich. Den habe ich schon angefangen zu trinken. Ich hatte nämlich extremst Hunger. Mal schauen, ob es noch einen Snack jetzt gleich für mich gibt nach dem Eiskaffee. Auf jeden Fall sind wir sehr produktiv gewesen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf den neuen Content freuen. Könnt ihr auf meinem Instagram-Account marieluise.fit abchecken. Ich war gerade einkaufen und habe jetzt endlich wieder Ingwer-Shots. Ich kaufe den hier am liebsten. Den gibt es bei Rewe. Der schmeckt nämlich nicht ganz so intensiv nach Ingwer, aber ich habe das Gefühl, es hilft einfach mir und meiner Gesundheit. Habe ich ja euch schon im letzten Video thematisiert, dass ich ja keinen Ingwer-Shot mehr getrunken habe und dann krank geworden bin und das Gefühl hatte, dass wenn ich jeden Tag einen Ingwer-Shot trinke, ich nicht krank werde oder es meinem Körper auf jeden Fall sehr gut tut. Zum Abendessen gibt es einen Nudelsalat mit Kritaraki als Nudeln. Das sind so griechische Nudeln. Und dann habe ich wie immer unseren Standardsalat gemacht. Ihr wisst Bescheid, die treuen Zuschauer unter uns. Ich liebe es einfach, ich will es nicht mehr missen. Und ich hatte so Bock auf Nudeln und dachte, ich kombiniere das Ganze. Und währenddessen lerne ich für meine Personal Trainer Ausbildung. Die Prüfung habe ich nämlich am Sonntag. Und ich hoffe, wenn die das Video online geht, dass ich die auch bestanden habe. Zum Nachtisch habe ich mir heute wieder ein leckeres Ninja Creamy Eis gemacht. Boah, das habe ich heute erst vor 4 Stunden eingefroren. Eigentlich sollte man das länger im Kühlschrank haben, aber die Konsistenz ist trotzdem so wild geworden. Mit Chunky Flavor Pickup und noch so Schokostückchen. Ich bin jetzt von der Physiobehandlung zurück und für mich gibt es jetzt ein Feel Good Porridge. Ich habe leider kein Müsli mehr. Das habe ich aber jetzt nachbestellt bei Moa. Das müsste auch die Tage ankommen. Da habe ich zum Ersatz jetzt einmal Pekannüsse benutzt und Mandelmus und Blaubeeren und ja, die restlichen Zutaten seht ihr im Hintergrund. Zum Abendessen gab es meinen geliebten Reissalat mit Reis, Salat und dazu Tofu als Proteinquelle. Und dann bin ich abends noch zu meiner Uni gefahren und habe ein Designerbärchen gesnackt. Und am nächsten Morgen, ja, war Uni-Vorlesung und da gab es für mich einen Eiskaffee, ein Red Bull und ein Designerbar. In der Mensa habe ich mich dann für ein Hähnchenwrap entschieden und so einem Coleslaw, also so Krautsalat. Und am Abend gab es dann noch die Reste vom Tag davor. Und früh bin ich mit einer Quarkbowl in den Tag gestartet. Diesmal mit Birne als Topping und wir waren dann nach dem Training noch in Erfurt in der Stadt und da gab es ein leckeres Eis und einen Kaffee und dann habe ich mir noch eine Brezel beim Bäcker geholt. Heute Abend ist Nudelparty, liebe Freunde, denn ich habe morgen einen Wettkampf und da ist immer Tradition eine fette Nudelportion den Abend davor, denn ich bilde mir ein, dass ich irgendwie 10-mal mehr Kraft habe. Und ja, ich habe einfach eine Mischung aus bunten Nudeln und Penne genommen und dazu eine Mühlenhack, also vegane
Mühlenhack-Variante genommen. Und dazu habe ich Gemüse angebraten, einmal Paprika und Zucchini, dazu noch ein paar Kidneybohnen und Mais mit einer Tomatensauce, Maggi-Gewürze und als Topping noch etwas Hirtenkäse obendrauf gegeben. Ich hatte das jetzt nicht nochmal extra gefilmt, weil es auch an diesem Morgen eine Quarkbowl für mich gab. Und dann mitten im Wettkampf hatte ich mir dann ein Porridge vorgepreppt. Ihr kennt's, ihr wisst Bescheid. Und als Snack auf dem Nachhauseweg habe ich noch ein Designerbärchen gesnackt und ein paar Gummibärchen auch im Laufe des Wettkampfs. Abendessen ist ready. Es gibt einmal Kritaraki mit Salat, Spiegelei und veganem Gyros. Ich habe jetzt so Hunger und freue mich nach einem langen Wettkampftag auf diese Bowl. Und das war's auch schon mit diesem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Wenn ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls du, wie gesagt, ein paar Food-Ideen hast, Food-Video-Ideen, wenn ich mal irgendwie was testen soll für euch, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und vergesst nicht, mich auf YouTube zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten YouTube-Video wieder. Ciao!